Hallo bei eGroupware. Bei Nutzern der EPL-Version werden diverse Verzeichnisse versioniert. Das heißt, auch alte Dateiversionen und bereits gelöschte Dateien werden weiterhin aufbewahrt. Das stellt sicher, dass Dateien nicht versehentlich überschrieben oder endgültig gelöscht werden. In diesem Tutorial erklären wir, wie Sie alte Versionen und gelöschte Dateien endgültig löschen und somit den Speicherplatz besser nutzen können. Ist Ihr Speicherplatz irgendwann belegt, haben Sie die Möglichkeit, mehr Speicherplatz zu erwerben oder alte Versionen endgültig zu löschen. Gehen Sie hierzu unter Admin zu den Anwendungen und wählen Sie den Dateimanager aus. Klicken Sie in der Menüleiste auf VFS einhängen und versionieren. VFS steht für Virtual File System. Hier bekommen Sie eine Übersicht zur Speichernutzung. Ganz oben alle Dateien und darunter verwendeter Speicher für alte und gelöschte Versionen. Hier wird angegeben, wer ältere Versionen löschen darf. Steht hier der Superuser, melden Sie sich bitte zunächst mit dem Passwort an, um den Speicher zu bereinigen. Der Zeitraum, für den versionierte Verzeichnisse gelöscht werden, ist auf 100 Tage voreingestellt. Möchten Sie den Zeitraum ändern, geben Sie ihn hier an. Außerdem ist voreingestellt, dass Dateien aus allen versionierten Verzeichnissen gelöscht werden. Lassen Sie hier einfach Slash stehen, dann werden alle gelöschten Daten bzw. versionierten Verzeichnisse endgültig gelöscht. Möchten Sie nur bestimmte Verzeichnisse durchsuchen, bitte das entsprechende Verzeichnis, zum Beispiel Slash Home, angeben. Jetzt nur noch bestätigen und kurz warten. Je nach Datenmenge kann das Löschen einige Minuten dauern. Sollte das Löschen nicht möglich sein, liegt das daran, dass zu viele Daten überprüft werden müssen und hierfür nicht genug Speicher vorhanden ist. Tritt ein Fehler auf, haben Sie die Möglichkeit, alle versionierten Verzeichnisse für den gewählten Zeitraum zu löschen. Geben Sie dafür bei den Verzeichnissen wieder nur Slash ein. Ist der Vorgang abgeschlossen, haben Sie wieder genug Speicherplatz zur Verfügung. Wiederholen Sie das Ganze hin und wieder, um ausreichend Platz zu haben, oder wenden Sie sich an uns, um mehr Speicherplatz zu erwerben. Das war's auch schon zum Thema Bereinigung des Speichers. Schauen Sie auch mal in unsere anderen Tutorials.